Russisch, ich kann es gar nicht glauben. Ich habe es lebend daraus geschafft. Zwar nicht unbedingt in einem Stück, aber lebend. Ich kann immer noch gar nicht begreifen, was da vor sich ging. Wenn es aufwand, nur aus Angst, um uns Angst zu machen und mit uns zu spielen. Das ist der Wahnsinn. Ich habe ein paar Menschen im Wald getroffen, aber sie haben mir nicht geglaubt. Ich muss sagen, dass ich ihnen nicht unbedingt Vorwürfe machen kann. Ich hätte mir auch nicht geglaubt. Wer würde sicher sich schließlich gegen sie auflehnen? Sie, die uns alle gerettet hat. Ich kann das nicht alleine tun. Ich bin zum Funkturm gegangen und habe versucht, nach Hilfe zu rufen, konnte aber kein Signal rausbekommen. Wir sind ganz allein hier draußen. Aber wenn wir keine Nachrichten nach draußen schicken können, ist das unser Ende. Rettung? Das kann, dass ich nicht lache. Sie ist der Teufel persönlich. Hier. Ein versteckter Gegenstand. So, wie kommen wir jetzt hier weiter? Ich kann vielleicht das Schloss aufbrechen. Okay, Mutter hier. Sind da, versteck dich. Aha, zwei Waffen. Brandflasche. Laufen wir jetzt im Kreis oder was? Hat er noch nicht. Stellen Sie zwei Waffen her, indem Sie leere Flaschen mit verschiedenen Ressourcenobjekten kombinieren. Um diese zu kombinieren, wählen Sie Kombinieren im Objektbildschirm und kombinieren Sie mit Hilfe des kombinierenden Bildschirms. Alkohol. Mann, na endlich. Haben wir hier was Neues gekriegt? Nein. Verdammt, sehr schön. Da wären wir. So leicht kann das nicht gehen. Der Funkturm ist gleich da vorne.
muss ja noch was schief gehen. Was haben denn diese Ketten hier? Wer verkettet denn etwas so? Wir müssen das Tor durchbrechen. Macht mich durch die Ketten. Mist. Da hinten sind noch mehr. Jetzt fehlen nur noch Bier und Chips. Das gibt echt nicht nach. Lässt sich nicht klein kriegen. Oh oh. So, wir müssen mal hin. Zum Kran rauf. Wenn ich den Kran in Gang bekomme, kann ich das Tor zertrümmern. Wir müssen nur die Schwachstelle treffen, und damit man nichts besteht. Ist da nicht viel. War so klar. Scheiß Dreck. Nun aufs Dach oder wie? Habe ich offiziell keine Heilung mehr? Stromzufuhr. Verdammt, wo ist die Stromquelle? Kabel folgen.
Die anderen sind geschlossen. Vielleicht kannst du hier einen Parcours machen. So viel Munition habe ich auch nicht mehr. Und keine Heilung mehr. Stummgewehrmunition, sehr schön. Geht doch, jetzt sollte der Kran laufen. Müssen wir nur noch einmal zurück. Damit wir nicht durchkommen, müssen wir den ganzen Weg nochmal laufen. Sehr schön. Na komm, mach rum. Ha, wer ist jetzt der Schlüsselmeister hier, was? Na, geh durch. Schnell. Gut. Ja. Sind wir jetzt da? Na, das war der wirklich weite Umweg. Das kann man sagen. Keine Verbesserung. Hier wurde die Aufzeichnung gemacht. Oh Mann, ist da draußen überhaupt jemand? Verdammte Scheiße nochmal! Das ist sie. Meine Kleine. Hat es geklappt, Moira? Nein! Das Scheißteil muss kaputt sein. Okay, dann lass uns zur Rosse gehen. Scheiß Technik! Das kannst du laut sagen. Das wurde vor 6 Monaten aufgenommen. Mensch, Moira. Deine Tochter heißt... Moira? 6 Monate. Ja. Warum? Hey, Kleine, geht's dir gut? Tot. Was? Oh oh. Claire. Nächstes Mal bei Revelations 2. Moira wollte zu diesem Turm gehen, als ich bei ihr war. Du musst mich dahin bringen. Schaffst du das? Aber wir wurden mit etwas infiziert. Ich komme später nach! Ist das der Ort? Die Wassis? Hab keine Angst.
Endlich bist du gekommen. Ich wusste, dass du kommst. Wir sind runter von dieser Verkehrsinsel. Resident Evil Revelations 2. Nächste Episode. Contemplation. Betrachtung. Episode 1. Panel Colony End. Drehe Frohn und den Barry. Spiele Episode 1 durch. Treffergenauigkeit B. Ja, da haben wir ein bisschen verfehlt. Neuversuche 2, Nummer A. Und Zeit, wieder, ja. Ich lasse mir Zeit hier, ich mach das, ich wasch das hier nicht durch. Mir. Und Teil 6, okay, Griffen, sehr schön. Ich mach das jetzt hier nicht Speedrun-mäßig super schnell. Ich will mir Zeit lassen. Und wir haben wieder Fertigkeitspunkte. Warten wir hier das harte Ziegel. Jetzt können wir das mal machen. Ohne Tess. Nicht genug. Ah, verdammt. Tess wahrnehmen. Nehmen wir mal die Power Hook noch mit dazu. Joa, machen wir das. Bis hier bei Revelations 2. Claire Redfield, Sie kommen mit uns. Wohin wurde ich gebracht? So viel Leid. Ihr wisst nicht einmal, wovor ihr euch fürchten sollt. Wer sind Sie? Ich bin die Aufseherin. Bitte, schicken Sie Hilfe. Ich bin hier, Kleine. Bitte sei am Leben. Ich habe keine Eltern. Da drüben. Woher weißt du das? Na, das ist eine Sache, die nicht im Bericht war. Hier ist da draußen überhaupt niemand. Deine Tochter heißt Moira? Ja. Sie ist tot. Was? Resident Evil Revelations 2. Episode 2. Contemplation. Ein Kafka-Zitat. Heiliger Bimba! Ist mein Leben geil! Genau wie Kichicho, Mann! Hammermäßig! Geht ohne mich weiter! Ich komm später nach! Du hast ihn gehört, Gabe! Los! Bleib bloß nicht ins Gas, sicher! Hey, Fernandes, sieh mal. Ist das der Ort? Die Wassis? Was auch immer? Jo. Wo das Leben beginnt. Noch mehr Leute, die gekommen sind. Und kommen in Führungszeichen. Ist das Thompsons? Ja, ich werde es mir näher anschauen. Oh, Kacke! Gabe! Shh. Soll ich mir nicht klimatisch husten? Du lebst. Komm schon, steh auf. Oh Gott, du schuldest mir neue Unterhosen. Komm rein. Die neue ist auch okay. Ich wusste, dass ihr es wart. Musikwünsche?
wohl nicht die Gesamtaufmerksamkeit von der gesamten Insel aufzuziehen. Und dann jetzt Musik spielen und Strom anmachen. Und das ist der typische Safe. Und ihr? So eine Art runtergekommenes Gefängnis. Gabe. Gina ist tot. Ah, Scheiße! Thompson ist auch tot. Ja, aber ich habe seinen Arm reif. Eddie hätte gewollt, dass ich rausfinde, wie er funktioniert. Du hast echt seine Hand abgehackt? Manchmal muss man schwere Entscheidungen treffen. Komm, sehen wir uns im Gebäude um. Wir sind im Wald aufgewacht. Das heißt, es gibt wirklich. Es ist irgendwie ein großes Spiel. Kühlerflasche. Ein großes Spiel zu dem Raum. Den war jetzt. Die Probanden sind. Die Aufseherin. Was wollen Sie? Ich muss euch das Labyrinth scheuchen und sehen, wer wieder herauskommt und wer nicht. Das Labyrinth Labor ist in diesem Fall ein besonderes Virus, das ich jedem von euch injiziert habe. Ein was? Sie haben was? Minderichtsspannung. Ich bin keine Laborratte. Das kann sie sich in ihren aufsehenden Arsch schicken. Aber wir wurden mit etwas infiziert. Oh Mann. Sie hat eine Nadel in mich gesteckt? Denk einfach nicht drüber nach. Redzi, begleite mich mal. Komm. Und ich wurde gerade oben. Okay, wenn du nicht. Das sah wie ein, das war ein roter Knopf. Das sah drückbar aus. Ich muss dir da drüben was zeigen. Wir brauchen eine Munition. Mann, ich hoffe, Fischer geht's gut. Neil? Neil war bei euch? Ja. Wir wurden auf dem Weg hierher getrennt. Wieder hinaus in die Dunkelheit. Glaubst du, du kannst ihn fliegen? Wenn er repariert ist, aber er hat nicht genug Saft. Er braucht eine neue Batterie und Treibstoff. Und wir finden genau, was Och, wir nö. Brauchen in diesem Scheißhaufen? Nach meiner Erfahrung ja. Hilf mir suchen. Das Ding schon wieder. Wie ich diese Rätsel hasse. Na, bin noch dran. Okay, was genau machen wir jetzt? Ich habe gerade nicht zugehört. Treibstoffbatterie. Sollen wir zogen oder was? Oha, der große Turm. Was genau sind so Quests gerade? Wir sind nicht allein hier draußen. Und das ist jetzt um das Refugium oder was?
Du bist ein anderer Jeep. Was genau ist unser Ziel? Gegenstände suchen. Oder was? Die Sachen, die er braucht, die Kanister und so. In dem einen Haus. Licht brennt in dem einen Haus, in welchem? Ja, ist unseres. Nicht so, Claire. Schau mal, was ich gefunden habe. Wenn ihr brüchige Wände findet, könnte ich sie bestimmt durchbohren. Aha. Wie viel ich jetzt? Guck nach, ob drin was Brauchbares ist. Die Taschenlampe wäre ganz nice. Danke. Oh je. Tagebuch eines Reisenden, 11. Oktober 2008. Ich habe diese kleine Insel in einem angestaubten alten Buch entdeckt und sie ist auf keiner Karte oder sowas verzeichnet. Da hatte ich mir doch gedacht, cool, eine Gelegenheit für ein Abenteuer, für eine unentdeckte Insel. Das ziehe ich mir rein. Mit dem Helikopter zu chartern hat mich eine Stange gekostet. Als wir dann endlich landeten, haben die Einwohner den Heli konfisziert und mich in Gewahrsam genommen. Das ist nicht cool. Und jetzt bin ich in diesem Drecksloch eingesperrt. Diese Typen sind total Meschucke. Ich kann es nicht erklären, aber nur indem man sich sie ansieht, merkt man, dass hier irgendwas nicht stimmt. Mega miese Stimmung hier. 12. Oktober 2008. Also diese Typen debattieren jetzt, was sie mit mir anstellen sollen. Wie wär's, wenn ihr mich einfach gehen lässt? Ich hab's denen 100-mal erklärt. Ich bin nur für ein Abenteuer hergekommen. Aber sie hören mir nicht zu. Das ist echt nicht cool. 19. Oktober 2008. Also anscheinend bekommen die Typen hier es nicht in ihre Drecksschädel, dass ein Außenstehender ihre Insel finden konnte. Ich meine, hallo. Wir leben im digitalen Zeitalter. Was kann man denn heutzutage nicht finden, wenn man lang genug danach sucht? Aber echt jetzt, ich denke, langsam hierher zu kommen, war keine gute Idee. 10. Dezember 2008. Zwei verdammte Monate. Und ich bin immer noch hier. Das ist Schwachsinn. Irgendwas Übles geht hier ab. Ich habe niemanden mehr gesehen und ich sehe es nicht. Aber ich höre tierisches Knurren. Was eine Scheiße. Die haben mich hier doch nicht vergessen, oder? Oder? 19. Dezember 2008. Kein Essen, kein Wasser, aber etwas Regen. Hab etwas Regen, das hilft. Keine Kraft mehr, nicht mal Ratte gefangen. Kann nicht mehr. 26. Dezember 2008. Wasser, 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 bitte Wasser. Aha, ein Müllwaffe. Schrott von Munition. Das
Sollen wir noch irgendwas finden hier? Das hatten wir schon. Geh doch mal.